gilt als Grundlage für das Klimaabkommen von Paris und ist von allen Nationen verabschiedet worden. 2017 hat der Thomas Stocker den Marcel Bruno-Preis bekommen. Das gilt als Auszeichnung des Schweizer Nobelpreis. Wir freuen uns ganz herzlich, Sie hier im kleinen Land begrüßen dürfen und übergeben Ihnen gerne das Wort. Ganz herzlichen Dank, guten Abend miteinander. Ich bin überwältigt, wie viele Leute es eigentlich im Glarner Land haben. Und einen grossen Teil sehe ich wahrscheinlich heute Abend. Und die, die nicht da sind, da werden sie dann sicher heute Abend oder morgen, bis morgen erzählen, was sie alles gehört haben und was sie alles gelernt haben. Also herzlichen Dank auch die Organisatorinnen und Organisatoren von dem Anlass, wo ich reingekommen bin, habe ich gesehen, da ist ganz viel gemacht worden. Rundum, normalerweise komme ich einmal in so Säle rein und dann gebe ich das Referat und dann gehen wir wieder. Und es ist vielleicht irgendwo ein Flyer angeklappt, da eine Tür schief. Nein, das ist wirklich super. Sogar noch Musik, also ganz herzlichen Dank denen, die das so toll zusammengestellt haben. Ich habe die Aufgabe bekommen, ein paar Fakten reinzubringen. Das sind Fakten, die Sie sicher auch schon gelesen haben, aber wer die Medien verfolgt, liest dann einmal ab und zu wieder Sachen, die Sie in Zweifel stürzen. Wo Sie denken, ja, ist es denn wirklich mit dem Klimawandel so schlimm? Ist das schon so weit fortgeschritten? Wer sich in der Natur bewegt, und da nehme ich jetzt einmal an, in dem Publikum ist das jede und jeder, der sieht selber auch, dass sich die Welt am Verändern ist und dass das nicht nur global der Fall ist, sondern eben auch regional und lokal. Da kommen wir dazu. Bevor ich Ihnen Fakten zeige, will ich Ihnen auch noch zwei, drei Eindrücke geben, mit was für Lügen, mit was für Missinformation, mit was für alternative Fakten, das ist ein furchtbares Wort eigentlich, aber inzwischen braucht man das, Bevölkerung und wir alle eigentlich weltweit konfrontiert sind. Also zum Beispiel da, die globale Erwärmung ist von den Chinesen erfunden worden, und zwar um der Wirtschaft in den USA zu schaden. Das hat Herr Trump geschrieben, als er noch nicht Präsident war, im November 2012. Er hat dann sich noch ein bisschen weiter informiert. Im Oktober 2015 hat er gesagt, es ist wahnsinnig kalt von außen und es friert alles. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir ein bisschen mehr Global Warming, also globale Erwärmung, bräuchten. Und so geht das weiter. 12. März 2019 hat er über die Gründer von Greenpeace gesagt, also er hat ihn zitiert, er sagt offenbar, die ganze Klimakrise ist erfundene Neuigkeit, ist sogar erfundene Wissenschaft. Und es gibt keine Klimakrise, es hat Wetter und Klima immer und überall gegeben und eigentlich ist CO2 Grundlage vom Leben. Es gibt ein paar Sachen drin, die grundfalsch sind und einige Sachen, die richtig sind. Und dann tut man das zusammen kombinieren, packt das in den Twitter rein und das wird dann mit 105.000 und mehr Likes belegt. Und das ist leider auch ein bisschen die moderne Zeit, dass man kann offenbar mit so Kurzmeldungen, die absolut keine Grundlage haben, Stimmungen erzeugen, Meinungen machen, mobilisieren. Und das ist etwas völlig Neues. Das ist auch etwas, wo die Wissenschaftler überrascht sind oder eigentlich überrumpelt sind, weil wir kommunizieren in einer ganz anderen Form. Es ist nicht nur bei diesen Tweets geblieben, die im Internet verbreitet werden. 2019
hat es auch Artikel gegeben im Internet, die relativ seriös herkommen. Das ist super aufgebaut vom Hartland-Institut. Wer ein bisschen recherchieren weiß, dass das Hartland-Institut schon seit vielen Jahrzehnten unterwegs war. Zuerst sind die engagiert in Versuchen zu beweisen oder die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dass Tabakkonsum und Gesundheit keine Beziehung miteinander haben. Es ist dann weitergegangen mit dem sauren Regen und den Schwefelemissionen und schließlich auch ebenso scharfe und grosse und teure Kampagnen zum Zweifel zu streuen gegenüber den wissenschaftlichen Fakten bezüglich dem Klimawandel. Also da zum Beispiel sieht man, mit dem NASA-Logo dorthin kommt, wenn sie das ein bisschen oberflächlich anschauen, denkt sie, ja, das muss ich jetzt auch berücksichtigen, zusammen mit allem anderen, was ich schon gelernt habe. Also der NASA, ihre neuesten Zahlen bestätigen tatsächlich die globale Erwärmung bestätigen. Das ist natürlich auch vorhanden, Fake News. Der Herr Watts, der ist hinlänglich bekannt bei uns, dass er seit Jahren unterwegs ist, solche Artikel zu machen. Es kommt noch dicker, 2012 ist fast in Chicago das grosse Plakat aufgemacht worden. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, wer der Mann ist. Das ist der Ted Kaczynski, der sich bekannt gemacht hat mit Briefbomben. Es sind einige Leute, die müssen sterben, haben Briefbomben von ihm zugeschickt bekommen. Das ist so ein einer, der sich in der Welt verschanzt und im Prinzip dann verurteilt worden ist. Die haben das Bild genommen von ihm und zusammen eine Aussage fabriziert. Ich glaube in die globale Erwärmung, glauben Sie das auch? Jetzt können Sie sich mal vorstellen, was so ein Plakat bewirkt. Entweder sind Sie gut informiert und erkennen, was das für eine Beeinflussung ist, oder Sie sind es eben nicht und denken, ah ja, das App sagt das auch, das kann ja gar nicht stimmen. Das Plakat hat nicht lange überlebt. Am 4. Mai 2012 ist das aufgegangen, es ist nicht 24 Stunden gegangen, das hat gekabelt an Beschwerden, an rechtlichen Vorstößen und innerhalb von 24 Stunden ist das wieder drunter gewesen. Ich zeige das Bild einfach nur darum, weil es auch einen Eindruck gibt, mit welchen Instrumenten da argumentiert wird, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Die New York Times hat gesagt, das Hartland-Institut ist die wichtigste amerikanische Organisation, die den Zweifel am Klimawandel schüren. Das macht es schon ziemlich lange mit einem gewissen Einfluss selbstverständlich. Aber kommen wir zu den Fakten. Eine andere Organisation in den Vereinigten Staaten 2014, das Verteidigungsministerium, hat einen Bericht herausgegeben, wo es um den Klimawandel geht. Und in dem Bericht im Vorwort sagt der Verteidigungsminister, Chuck Hagel ist das gewesen damals, die Herausforderung vom Klimawandel ist nicht der Konflikt, der direkt stattfindet, sondern die Verstärkung von Instabilität, Hunger, Armut und Konflikt. Also eine respektable Person 2014 in den Vereinigten Staaten, die das nicht nur gesagt hat an irgendeiner Veranstaltung, sondern das schriftlich niedergelegt hat. Wir kommen dann auf den Gedanken am Schluss noch von meinen Ausführungen. Es geht um das Objekt, der Planet Erde, den wir seit 50 Jahren sehr genau kennen. Wir kennen ihn von außen. 1968, ein paar Monate vor der Mondlandung, ist sehr schmal von der Menschheit ein Bild gemacht worden mit einer Hasselblad-Kamera von unserem Planet. Und das Bild, glaube ich, hat Diskussion und Verständnis über wo wir leben und in welchen Bedingungen wir leben, fundamental verändert. Das Bild ist für mich ganz ein wichtiges Bild, weil es zeigt auf der einen Seite einen Ort, wo man leben kann, wo es schön ist, wo es komfortabel ist, wo wir uns angepasst haben, wo wir Nahrung produzieren können, wo wir uns vergnügen können, wo wir Gefühle erfahren. Das ist der Erde. Und in unmittelbarer Nähe, wenn wir die Skala vom Weltall uns überlegt, haben wir einen Ort, wo wir nicht leben können. Wir können ohne technische Hilfe überleben. Das ist die Mondoberfläche. Wie sehen Sie dort
links unten auf dem Bild. Das Bild zeigt uns also, dass der Ort, wo wir sind, sehr speziell ist, uns Bedingungen gibt für die Lebbarkeit von dem Planeten. Wir kommen jetzt zur wichtigsten Kurve, zu den wichtigsten Daten in dieser ganzen Diskussion vom Klimawandel. Und ich werde Sie auf eine ganz kleine Zeitreise mitnehmen, nämlich zurückversetzen in die Zeit von meinen Vorgängern an der Universität Bern, die ebenfalls in der Klimaforschung tätig waren, bereits in den 70er Jahren. Das war eine wissenschaftliche Aktivität von der Uni Bern. Und damals in den 70er Jahren, 1978, haben die Messungen von dem Treibhausgas CO2, das ist das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre, neben Wasserdampf, eine grosse Menge CO2, die austauscht wird zwischen der Vegetation, dem Ozean und der Atmosphäre, das ist das normale CO2, und dann hat es eben eine Veränderung von diesen Konzentrationen in der Atmosphäre, die die Wissenschaftler bereits in der Mitte der 70er Jahre haben können messen. Seit 1958 gibt es nämlich die Messungen und die sind in höchster Präzision gemacht worden. Und Sie sehen, damals hat sich die Kurve so präsentiert. Und ich muss schon sagen, wer damals gesagt hat, wir haben ein Problem, der hat nicht nur den Planeten Erde verstanden, sondern hat eigentlich eine Pionierleistung erreicht, indem er gesagt hat, wenn das so weitergeht, weil wir wissen, was die Ursache für den leichten Anstieg, der damals vorhanden war, ist, dann können wir voraussagen, wie gross die Konzentration in der Zukunft ist. Und das werden wir ganz kurz anschauen. Meine Kollegen Uli Siegenthaler und Hans Oester haben 1978 eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht mit dem Titel «Voraussage von der künftigen Konzentrationen von CO2». 1978, die haben gesagt, es könnte eine bestimmte Konzentration geben, die Wärmebilanz von der Erde, also unsere Temperatur, weil wir leben, gefährlich gestört werden können. 1978, also lang vor unserer Klimadiskussion, lang vor dem Rio-Gipfel 1992, lang vor der UNO-Klimarahmenkonvention 1994 und lang vor der Pariser Vereinbarung von 2015. Wir sind weitergegangen und haben gesagt, wir können abschätzen, wie im Jahr 2000 die Konzentration ist. Und das ist das Quadrat, das ich da im Jahr 2000 gezeichnet habe. Was war Ihre Voraussage, falls die fossilen Brennstoffe weiterhin verwendet werden, also die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas, dann ist unsere Abschätzung für das Jahr 2000 die ungefähr 363 Einheiten. Damals, also 1978, war man die 332 Einheiten. Schauen wir mal, was passiert ist in der Zwischenzeit. Sie sehen, die Wissenschaft von damals, und das ist der Punkt eigentlich von dieser Ausführung da, die Wissenschaft von damals hat bereits die Instrumente in der Hand gehabt, um zuverlässige Voraussagen zu machen. Nicht, weil sie besonders tolle Kristallkugeln haben, sondern weil sie das System verstanden haben. Sie haben die wichtigsten Prozesse auf der globalen Skala verstanden. 1978. Und Sie sehen, wie genau die Voraussage ist. Die ist 1,6% unterhalb des tatsächlich realisierten Werts. Und nach 2000 sehen Sie, geht es steil weiter und heute sind wir bei etwa 414 Einheiten. Lang war die Frage in der Öffentlichkeit vorhanden gewesen, ist der Anstieg ungehörig? Und das ist eine absolut berechtigte Frage, eine Frage, die die Wissenschaft muss beantworten. Und diese Frage die haben wir auch beantwortet, insbesondere an der Uni Bern, wo wir spezialisiert sind, Klimaarchiv zu schliessen. Also, wir gehen in die Natur raus und fragen die Natur, hast du uns die Sache einmal aufgezeichnet in der Vergangenheit, wo die Menschen noch kein Messgerät hatten. Und tatsächlich, für Treibhausgas gibt es ein Archiv, das uns die vergangene Luft aufbewahrt hat, die wir heute noch analysieren können. Das sind die Eisbohrkerne
von Grönland und Antarktis. In der Antarktis können wir 800'000 Jahre zurückgehen und können so den Luftgehalt von damals und die ganzen 800'000 Jahre bis heute rekonstruieren. Und das tut die Frage, von, die ich vorher gestellt habe, ist das etwas Außergewöhnliches, was wir heute sehen und messen, beantworten. Sie sehen hier einen Dünnschliff von einer Eisprobe aus 400 Meter Tiefe in der Antarktis. Das Eis ist porös. Das heisst, da hat es Luftblösli drin. Und in diesen Luftblösli hat es auch Treibhausgas drin in kleinster Konzentration. Und das ist eigentlich Kunst, die Luft zu extrahieren, rauszuholen und dann aufgrund von diesen Treibhausgaskonzentrationen zu analysieren. Da sind viele Arbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten und weitere Arbeiten in den EFOR eingeflossen, bis wir dann 2008 tatsächlich die gesamte Kurve hatten. Links sehen Sie 800'000 Jahre von heute und die Zeit läuft nach rechts. Rechts ist 2019. Da sehen Sie jetzt zwei Sachen, wenn Sie die Kurve anschauen. Die erste: CO2 war nie konstant in den letzten 800'000 Jahren. Es hat tatsächlich natürliche Schwankungen gegeben. Wenn Sie das auf und ab zählen, dann geht das etwa 8-mal auf und 8-mal ab, so ganz grob. Das letzte Mal haben wir die niedrigsten Werte von etwa 20'000 Jahren. Alle haben in der Primarschule gelernt. Vor 20'000 Jahren ist die letzte Eiszeit langsam zum Ende gekommen. Also in der letzten Eiszeit haben wir das letzte Mal die niedrigsten CO2-Konzentrationen gehabt. Und wenn wir zurückgehen, ist das eben 8-mal passiert. Also die Kurve zeigt uns den Verlauf der Klimageschichte durch 8 vollständige Eiszeitzyklen. Der zweite Punkt, den Sie sehen, irgendwann einmal ist das System aus dem Gleichgewicht gekommen. Und zwar in letzter Zeit. In den letzten 250 Jahren hat der Mensch durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas, aber auch durch die weltweite Abholzung CO2 zusätzlich in die Atmosphäre hineingebracht, wo über Millionen von Jahren nicht in dieser Atmosphäre war. Und das sehen wir ganz deutlich in den Eisbrüchen. Sie sehen, wie die Konzentration heute über 35% höher ist als je zuvor in den letzten 800'000 Jahren. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Das bezweifelt inzwischen niemand mehr. Das und die Erkenntnis, wie gesagt, in den 70er und 80er Jahren, dass auf dem Planet sich ein Klimawandel langsam manifestiert, hat die Regierungen überzogen, dass man einen Gipfel muss einrichten muss. Man muss einen Gipfel abhalten und an dem Gipfel ist die Idee, dass man eine Aussage macht, wie geht es weiter mit dem Klimawandel. Das ist der Rio-Erdgipfel, der 1992 stattgefunden hat und wo drei ganz wichtige Konventionen ins Leben gerufen hat. Die erste, die zwei Jahre später schon in Kraft getreten ist, ist die Rahmenkonvention zum Klimawandel. Die zweite ist die Rahmenkonvention über Biodiversität. Und die dritte Konvention von der UNO, da geht es um die Landnutzung und die Verwüstung, also Degradation vom Land. Also drei ganz wichtige Konventionen. Zum aber die Konventionen machen und richtig formulieren, damals hat man gesagt, wir wollen die Wissenschaft fragen, was wissen wir eigentlich damals, 1992, über den Klimawandel. Und viele Jahre vor einer Konferenz, also 1988, haben zwei UNO-Organisationen den Weltklimarat gegründet. Das Intergovernmental Panel on Climate Change ist gegründet worden von der Weltmeteorologieorganisation und dem UNO-Umweltprogramm. Und seither, der erste Bericht ist 1990 publiziert worden, ein dicker Bericht, 700 Seiten, hat damals verfügbare Wissen enthalten und hat so die Grundlage gebildet, dass man am Rio-Erdgipfel vernünftig über den Klimawandel, insbesondere auch den menschgemachten Klimawandel, hat können diskutieren. Man hat einen Konsens gefunden, man hat die Konvention geschrieben, die dann zwei Jahre später bereits in Kraft getreten worden ist.
1990 war der erste Bericht, aber im Verlauf der Zeit bis 2013 sind 5 insgesamt von diesen Berichten erstellt worden. Auch in Anbetracht dessen, dass man weiss, die Wissenschaft bleibt nicht stehen, was 1990 gewusst worden ist. Das wissen wir heute immer noch, aber wir wissen unendlich viel mehr. Das heisst, das muss auch reflektiert werden in diesen Berichten. Und so ist 1995, 2001, 2007 und 2013 so ein Bericht entstanden. Und der nächste, den Sie werden sehen werden, 2021 herausgekommen, ist bereits jetzt in Vorbereitung. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich jetzt schon Köpfe einschlagen. Was schreiben wir in dem Bericht? Was können wir verlässlich sagen? Und wo sind die Unsicherheiten? Aus dem 5. Bericht von 2013, den ich sehr lange durfte begleiten, haben wir ein paar ganz wichtige Aussagen können verabschieden. Und wenn Sie jetzt die Aussage hier sehen, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig, dann mutet Sie das vielleicht als relativ einfache Aussage an. Aber ich gebe Ihnen 2 Hinweise, warum das keine einfache Aussage ist. Die Aussage basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, die in dem Bericht von 1535 Seiten enthalten ist, fasst die zusammen und als Aussage ist die im Konsens verabschiedet worden von allen 195 Ländern. Wenn ein Land mit dem Satz Problem hatte, dann hätte es das Fähnchen aufheben an dieser Plenarversammlung und sagen, wir sind nicht einverstanden mit dem Satz, wir möchten eine andere Formulierung, wir möchten da zum Beispiel noch das Wort vielleicht reinbringen oder sonst irgendetwas. Nein, das ist der Satz, wie er in der Zusammenfassung Wort für Wort verabschiedet worden ist. Der Satz ist auch verabschiedet worden. Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist klar. Da bin ich besonders und persönlich stolz. Wir haben den Satz als Zusammenfassung von einer ganzen komplexen Wissenschaft können vorlegen. Und der Satz ist ebenfalls akzeptiert worden. Ein Satz, das ist nicht selbstverständlich, dass man das in dieser Eindeutigkeit kann sagen, dass Australien, Vereinigte Staaten, Saudi-Arabien, Venezuela, Brasilien und so weiter nicht einsprachen. Die wissenschaftliche Evidenz ist gross genug gewesen, dass der Satz verabschiedet worden ist. Ein weiterer Satz, der von zentraler Bedeutung ist und auch Erfolg von der wissenschaftlichen Arbeit über die letzten 50 Jahre ist, anhaltende Emissionen, also Emissionen, die weitergehen von den Treibhausgasen, werden noch eine grössere Erwärmung bewirken. Auch das ist eine Aussage, die von zentraler Bedeutung ist, weil sie geht als erste Aussage von diesen 3 in die Zukunft hinein. Und die letzte, dort haben wir ein bisschen mehr argumentieren müssen, da sind wir etwa 18 Stunden dran gewesen und verhandeln und zeigen von wissenschaftlicher Evidenz, dass auch dieser Satz eine gute und eine korrekte Zusammenfassung ist von der wissenschaftlichen Evidenz. Die Beschränkung des Klimawandels erfordert grosse und anhaltende Reduktionen von der Treibhausgasemissionen. Das ist ein Satz, der 2013 in dem Dokument war, also 2 Jahre vor dem Pariser Abkommen. Und mit dem Satz und der unterliegenden wissenschaftlichen Evidenz haben wir die Basis können legen, damit die Reduktionen, die von den Ländern auch angepeilt werden, eine wissenschaftliche Grundlage haben. Das steht in diesen Berichten nur noch viel mehr. Also wenn Sie ein ganz spezielles Bedürfnis an Wissen haben über den Klimawandel, zum Beispiel wie sich das Meer in der Arktis wird verändern oder wie die Hitzewellen in Europa werden aussehen und ausgesehen haben, das finden Sie alles in diesen 1535 Seiten. Die sind alle öffentlich verfügbar. 2013 ist schon wieder ein paar Jahre her und darum werde ich Ihnen auch ein paar neueste Daten noch zeigen. Da zum Beispiel die global gemittelte Temperatur seit 1880.
Wie die Temperatur sich verändert hat, sehen wir, das geht einmal rauf und einmal runter. Aber es gibt einen langanhaltenden Trend, der zu einer Erwärmung geführt hat von 1 Grad Celsius seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Insbesondere schauen wir zurück auf eine Serie von sehr warmen Jahren, von den letzten 20 Jahren, gehören 18 Jahre zu den wärmsten Jahren in dem ganzen Bereich seit 1880. Der Wandel ist auch in der Schweiz angekommen, wie man wissen. Meteo Schweiz tut seit 1864 Daten erheben von der Temperatur. Und da sehen Sie in dieser Briefmarkensammlung, wie die Temperatur eben zugenommen hat. Es fängt an links und dann geht es von oben nach unten in den Jahrzehnten. Sie gehen durch das 20. Jahrhundert durch und ab etwa 1985 kommen die roten Farben langsam rein, und zeigen, dass wir weit über dem Durchschnitt sind. Während in den globalen Mitteln der Wärme etwa 1 Grad beträgt, seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist es in der Schweiz 1,8 Grad, also fast doppelt so viel. Das hat damit zu tun, dass wir in einem kontinentalen Bereich leben, wo wir verstärkende Effekte der Erwärmung bereits messbar sehen. Während der Temperatur gibt es ganz viele andere Sachen, die sich auch verändern. Eisbedeckung, das ist ein Bild aus Grönland, und zwar aus dem Ausfluss vom grönländischen Eis in der Disco-Bucht. Das ist in der mittleren Breite vom grönländischen Eisschild auf der westlichen Seite. Dort kommt das Eis raus mit 13 km pro Jahr. Und wenn Sie an dieser Eiskante stehen, dann sehen Sie, was da für Kräfte passiert. Das Eis da oben, im oberen Teil, im oberen Drittel, das ist noch auf dem Festland, auf dem grönländischen Sockel. Die Kante, die Sie sehen, da ist dann das Eis schwimmt auf dem Fjord oben. Und der Eisberg, den Sie da sehen, unten im Bild, nur zu meiner Dimension geben, wenn Sie an dieser vorderen Kante stehen oben, dann schauen Sie 50 Meter runter. 50 Meter ist das. Und jetzt wissen Sie, Eis schwimmt. Und dann geht es halt nochmal 9-mal tiefer runter, also 450 Meter, das ist ein massiver, riesiger Eisberg. Ich gebe Ihnen hier eine Zahl, die man sich gut merken kann. Grönland verliert 1 Kubikkilometer Eis jeden Tag. Im Durchschnitt vom Jahr. Im Sommer mehr, haben Sie vielleicht in den letzten 2 Tagen gesehen, wie viel das Grönland verloren hat im Juli, wo sehr heiß war und wo zusätzlich noch Schmelze passiert ist wegen der Waldbrand in der Arktis. Da hat es schwarze Rußgel verteilt worden, ist ein feiner Vorhang, der den Schmelzvorgang nur beschleunigt hat. Also im Jahresmittel etwa 1 Kubikkilometer Eis. Und das sehen wir auch in Satellitenmessungen. Wir haben dort sogar noch eine feinere Art und Weise, wie man den Wandel zeigen und quantifizieren. Sie sehen, dass sich der Wandel auch beschleunigt. Das ist eine Zeitreihe, die 2003 anfängt bis 2016, wo Sie im Wesentlichen jeden Monat sehen, wie schwer das Grönland ist. Also die Wissenschaft ist heute so weit, dass sie Grönland wägen kann. Wenn Sie jeden Morgen eine Frage stellen und schauen, so können wir Grönland wägen. Wir können auch die Antarktis wägen und dort sehen wir genau das Gewicht. Da schauen Sie die rote Kurve an, das ist das Gewicht. Gewichtsabnahme vom ganzen antarktischen Eisschild. Wenn man das aufaddiert, dann sind das 530 Milliarden Tonnen von Eis, die im Ozean schmilzt. Das hat eine Wirkung, selbstverständlich. Das Eis bleibt nicht im Ozean, das schmilzt weiter vor sich hin und trägt zum Meeresspiegelanstieg bei. Und dann zeige ich Ihnen an, das ist eine neueste Studie, die vor ein paar Wochen herausgekommen ist, der Meeresspiegelanstieg seit 1900. Wissen wir, das ist etwa 19 cm seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist so beurteilt worden im letzten Klimabericht von IPCC. Aber was an dieser Kurve besonders interessant ist und bemerkenswert ist, dass sie eine positive Krümmung hat. Was heisst das? Das klingt sehr wissenschaftlich. Es wird immer schneller. Es geht immer steiler auf. Und das, was wir hier sehen in dieser Kurve, ist ein beschleunigter Anstieg vom Meeresspiegel. Das hat damit zu tun, dass eben die Beschleunigung vom Abschmelzen der Eisschilder kommt, was wir im vorherigen Slide gesehen haben.
Jetzt schauen wir rasch in die Zukunft. Auch das ist im IPCC-Bericht von 2013 drin. 25 Institutionen um die ganze Welt haben ihre Supercomputer laufen lassen, haben über 2 Millionen Gigabyte an Daten zusammengefasst, die haben wir analysiert. Und die Klimasimulationen zeigen sich hier in diesem Bild. Was grau ist, ist von 1950 bis 2005. Und rot und blau sind sie zwei unterschiedliche Szenarien. Auch in der Klimawissenschaft, wenn man in die Zukunft schaut, kann man nur mit Szenarien rechnen. Wir machen keine Voraussagen, sondern wir tun nur abschätzen, was wenn. Ein rotes Szenario heisst, dass die fossilen Brennstoffe weiterhin verwendet werden. Und das führt dazu, dass die Temperatur, die wir hier zeigen, weiterhin ansteigt über das 21. Jahrhundert. Ein zweites Szenario ist ein sogenanntes Klimaschutzszenario, ein Szenario, das sagt, dass wir einen Übergang werden machen von den fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energie, und zwar auf weltweiter Skala, dass also am Schluss, so wie wir heute alle Fossile brauchen, etwa ab der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts mehrheitlich erneuerbare brauchen. Und da sehen Sie, dass die blaue Kurve irgendwo in ein Gleichgewicht kommt. Wir gehen die Skala anschauen. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass für den ungebremsten Klimawandel etwa 4 Grad wärmer wird, der ganzen Welt gegenüber heute. Wir haben schon 1 Grad, also das ist eine Welt, wo 5 Grad wärmer ist. Und beim Klimaschutzszenario ist es 1 Grad über heute, plus das eine, was wir schon haben, also 2 Grad, also ungefähr im Einklang mit Paris. Die Schweizer Klimaforscher haben das auch gemacht für unser Land. Weil für uns ist es auch von zentraler Bedeutung in Zukunft zu. Was bedeutet der Klimawandel für uns? Und da gebe ich Ihnen zwei Beispiele. Können Sie alles abladen unter www.ch2018.ch. Und da zeige ich Ihnen zum Beispiel die Hitzetag-Anzahl im Jahr 2060 ohne Klimaschutz. Also dort, wo wir wohnen, haben wir eine starke Vergrößerung der Hitzetage. Zürich zum Beispiel, von heute 5 Tage pro Jahr, wo es über 30 Grad ist, gehen wir auf etwa 3 Wochen pro Jahr. In Klaus, muss man schauen, das sehen Sie auch dort, dass da auch Sie werden einen erhöhten Klimawandel feststellen mit einer signifikanten Anzahl von Hitzetagen. Was aber oft vergessen gegangen ist in der Diskussion von der globalen Erwärmung, und das hat es nur mit dem Begriff, ist, dass es sämtliche Grössen betrifft im Klimasystem, wo die Temperatur gesteuert sind. Insbesondere auch der Niederschlag, das ist da gezeigt, können wir global machen, aber eben da jetzt für die Schweiz, wie der Niederschlag im Sommer abnimmt, signifikant, ohne Klimaschutz in der Reihe von 25%. Da hat unsere Landwirtschaft gar keine Freude. Und wenn sie einen Klimaschutz haben, das heisst, wenn es uns gelingt, die Pariser Ziele zu erreichen und den Klimawandel global unter 2 Grad zu halten, dann haben wir da eine Reduktion von den Niederschlägen im gelben Bereich, das ist zwischen 5% und 10%. Also signifikant reduziert und somit auch eine Zahl, die man sich wahrscheinlich daran anpassen kann. Ich möchte Ihnen noch einen Gedanken zum Schluss von dieser kurzen Präsentation mitgeben. Und das ist der, dass wir vielleicht unseren Horizont ein bisschen aufmachen. Und nicht nur auf Grad Celsius, Meter pro Jahr und Meter Meeresspiegelanstieg konzentrieren, sondern auch erkennen, dass der Klimawandel unsere fundamentalen Ressourcen, das, was unser Leben ermöglicht, angegriffen tut und bedroht wird. Eine Erwärmung, können wir gut sagen, das betrifft die Ressourcengesundheit. Wer ein bisschen fortgeschrittenen Alter ist und eine Hitzewelle erlebt, weiss, das ist ein Stress für den Körper. Wir können weniger schwitzen, das heisst, wir haben eine erhöhte Körpertemperatur und das ist gefährlich. Niederschlag betrifft die Ressourcen Wasser. Dort geht die Veränderung in zwei Richtungen. Es gibt geografische Breiten, die mehr Niederschlag bekommen werden, da gehören wir dazu und nördlich davon. Das heisst, wir müssen uns dort an Klimawandel anpassen, indem wir unsere Hochwassermassnahmen aufdatieren.
Aber was schlimmer ist, in den Gebieten, wo es bereits trocken ist, also zum Beispiel in Europa, Spanien, Griechenland, Nordafrika, dort wird es signifikant trockener durch den Klimawandel. Also die Ressourcen Wasser wird schnell zum knappen Gut. Meeresspiegel, das ist, glaube ich, nicht bestritten von irgendjemandem, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann verlieren wir Land. Land, wo wir drin wohnen, Land, wo wir Nahrung anpflanzen und produzieren. Und eine ganz kurze Bemerkung auch noch auf ein zweites Problem, das man jetzt heute Abend vielleicht ein wenig ausblendet hat in dieser Veranstaltung, aber wo, denke ich, in kürzester Zeit auch auf unser Radarschirm muss kommen, das ist die Biodiversität. Der Klimawandel und die verbundene Landnutzung und Landnutzungsänderung ist eine Bedrohung von der Ressourcenbiodiversität. Das heisst also, eine Klimakrise bedeutet nicht nur Erwärmung, Veränderung vom Niederschlag, Anstieg vom Meeresspiegel, sondern ist letztendlich auch eine Ressourcenkrise. Und wer also Klimaschutz betreibt, der betreibt auch Ressourcenschutz. Ganz kurz zu dieser Ressourcengesundheit. Sie sehen hier die Anzahl Tage, wo wir ein erhöhtes Risiko für den Hitzetod haben, heute. Gelbe Bereich, etwa 50 Tage pro Jahr, da kann man sich gut anpassen. Business as usual, 21. Jahrhundert, weitermachen wie bisher. Sie sehen, dass die Gebiete grösser werden und intensivere Farben zeigen. Man sieht dort im äquatorialen Bereich schon etwa 250 bis 300 Tage, wo man ein erhöhtes Risiko für Hitzetod hat. Dadurch, dass es heißer wird und feuchter. Und das ist für den Körper schwierig, ohne technische Hilfsmittel zu überleben. Vergleicht Sie die rechte Seite mit dem Bild. Das ist das Bild vom 2-Grad-Ziel von Paris. Das ist der Benefit, den wir bekommen, wenn wir uns anstrengen, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Ich zeige es nochmal. So ist Business as usual und so ist es das 2-Grad-Ziel. Da ist die Hoffnung, dass wir uns anpassen können, dass die meisten Menschen sich dem Klimawandel, der stattfinden wird, der noch wird stattfinden, können anpassen. Da sind wir nicht sicher bei dem da, ob sich die Menschen, die vor allem in diesen Gebieten leben, können anpassen. So, und das ist das letzte Bild. Klimaschutz ist Ressourcenschutz. Wir müssen also unseren Horizont viel grösser aufmachen. Wir betreiben den Ressourcenschutz, wir geben also Sorge zu unseren Ressourcen, wenn wir den Klimawandel einschränken. Und mit dem Bild werde ich auch gerade schliessen und Ihnen für die Aufmerksamkeit danke. Ich freue mich jetzt schon auf eine engagierte Diskussion und stellen Sie Fragen, wenn Sie Fragen haben. Die Wissenschaft ist immer offen für vernünftige Fragen zu beantworten. Von mir kommt jeder eine Antwort über, die mir geschickt. Aber ich habe auch schon Interpellanten kann, die dann nochmal kommen und im dritten E-Mail sagen sie dann, aber Herr Stocker, der ganze Klimawandel ist doch ein Logik. Und dort kann ich dann aber nicht mehr antworten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Unterstützung. Vielen Dank an Thomas Stocker für seine Präsentation. Wie gesagt, jetzt sind Lösungen gefragt. Und bevor wir in die Diskussion steigen für die Lösungen, gibt es jetzt noch einen Song und das gehört dann noch einmal zu verarbeiten. Chasing the water.
Fragen, wie Sie den Klimawandel beschreiben. Der Werner Rösler beschreibt nämlich wie folgt: Der Klimawandel ist eine der Herausforderungen im Rahmen von Weltbevölkerungszunahme, global angestrebter Wohlstandssteigerung und einigermaßen verständlichem Mobilitätswandel. Als Herz begrüßen wir unseren Ständerat Thomas Hefti. Der Klimawandel ist eine Tatsache und deshalb muss insbesondere das Pariser Klimaübereinkommen umgesetzt werden. Unser nächster Gast ist Sophie Ellinger, sie ist 15 und beschreibt den Klimawandel wie folgt. Der Klimawandel bedroht meine Zukunft. Wir müssen sofort handeln, aber die Generation, die es am meisten trifft, kann noch nicht abstimmen. Jetzt kommen wir zu unserem Nationalrat, Martin Landolt. Der Klimawandel ist die wichtigste und dringendste Herausforderung der jetzigen Generation. Und unser Ständeratskandidat Matthias Zoppi sagt Folgendes. Der Klimawandel ist eine riesige Herausforderung, die wir jetzt und nicht irgendwann anpacken müssen. Mit der Bieterrunde ist auch Thomas Stocker. Herzlich willkommen. Würde ich gerne noch hören, also wir haben jetzt gehört, was der grossmehrheitlich wissenschaftliche Konsens ist zum Klimawandel, gerade von Thomas Stocker. Und wir würden gerne wissen, ob Sie die unterstützen, die Fakten, die wir gehört haben, mit Ja oder Nein. Am besten, wenn wir schon gerade bei Ihnen haben, Herr Küssli, unterstützen Sie die Fakten so, wenn wir schon gerade gehört haben? Ja. Herr Küssli? Ja, aber es sind Fakten. Ja. Ja. Gut, herzlichen Dank. Klimabewegung fordert nicht nur Null Emissionen bis 2030. Warum sollen wir das erreichen, Sophie? Also, die Forderung netto null bis 2030, die Staat will, also aus zwei Gründen eigentlich. Sie steht, weil es unserer Verantwortung als sehr reiches und wohlhabendes Land ist, dass wir so schnell wie möglich unsere Emissionen reduzieren, weil wir es uns leisten können, weil wir das Geld haben, weil wir die Ressourcen haben. Und es ist auch in Übereinstimmung mit der Forderung für Klimagerechtigkeit, dass wir das so schnell wie möglich machen, weil es gibt andere Länder, die mehr Zeit brauchen und auch mehr Probleme haben mit der Umstellung, egal wie viel Zeit wir ihnen geben. Aber es ist natürlich auch so, dass wir uns kein Risiko eingehen können. Also, darum geht es kein Kompromiss sein. Wir müssen so schnell wie möglich unsere Emissionen reduzieren. Und jedes Jahr, wo verstrich, wo wir netto null Emissionen nicht erreicht haben, wo wir gleich viele Emissionen ausstoßen wie jetzt, ist ein erhöhtes Risiko, dass der Klimawandel unumkehrbar wird. Wir haben gehört, eben netto null, der Begriff, der ist jetzt in der Präsentation nicht vorgekommen, aber im Alltag der Klimabewegung wird er ständig gebraucht. Thomas Stocker, was heisst genau netto null und was ist jetzt der Unterschied ab 2030 oder 2050? Also Netto Null ist ganz klar im Pariser Abkommen drin. Es ist ein bisschen ein anderer Zeithorizont, aber das ist eigentlich jetzt nicht Gegenstand von der Diskussion. Netto Null heisst, dass die Emissionen sich aufheben zusammen mit der sogenannten Senken von CO2 aus der Atmosphäre. Also CO2 kann auch verschwinden aus der Atmosphäre, aber Netto Null vernebelt ein bisschen die Tatsache, dass wir eigentlich wirklich auf Null Emissionen abmühen. Weil wir schaffen es nicht, das gibt es ganz viele wissenschaftliche Publikationen, die zeigen, wie schwierig das ist, Technologie, die es zwar heute gibt, um CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, das ist übrigens die Schweiz auch Pionier mit Climeworks, dass wenn wir das auf die globale Skala aufbringen, dass das praktisch unmöglich ist. Das heisst, wir müssen an den Quellen ansetzen, dort wo das CO2
in die Atmosphäre rausgestoßen wird, also bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Man kann es also noch klarer und kürzer sagen, die Verwendung von fossilen Brennstoffen muss massiv reduziert werden, falls man die Ziele von Paris erreicht. Und dort besteht ja Einigkeit allen Ländern, wir wollen die Ziele erreichen. Und die Wissenschaft sagt, was ist die Voraussetzung? Wir müssen eine andere Energiequelle finden, entwickeln, global skalieren. Das ist aber auch neben der grossen Herausforderung eine fantastische Chance. Vielleicht kommen wir noch dazu. Gut, ja. Matthias Zopfi, Sie haben Ihre Kandidatur als Ständeratskandidat recht kurzfristig bekannt gegeben. Haben Sie sich für die Kandidatur entschieden, um sich für nicht nur mit 2030 einzusetzen? Also das ist sicher ein wichtiges Thema gewesen, das ich mich für die Kandidatur entschieden habe. Nicht das einzige, aber es ist sicher ein Faktor, dass ich finde, dass wir endlich das Thema mit angehen. Mir ist aufgefallen vorher, oder eigentlich habe ich mir sprachlich geschrieben, wir müssen das Problem jetzt lösen und nicht in Zukunft kommen. Und eigentlich stimmt das ja schon nicht, wir hätten es eigentlich schon müssen lösen. Ich habe mir mal überlegt, dann habe ich eigentlich das erste Mal von Klimawandel und Treibhausgift gehört. Ich bin nicht so früh dran gewesen, in Berner Forscher, aber ich habe mich erinnert, dass ich im Gesetzeljüngstig gesehen habe, 6. Klasse Primarschule Lenge, wo wir das Thema Menschenumwelt behandelt haben. Und da, in diesem Alter, wäre ich genau auch Klimajugend gewesen und wo jetzt aktiv ist und habe gefunden, dass wir die lösen. Vielleicht die da 35 sind, bin ich jetzt. Und eine Motivation für meine Kandidatur ist sicher, dass ich finde, ich will nicht, dass die jetzt 6. Klasse Primarschule sich mit dem auseinandersetzen, dann auch mal 35 sind und finden, das ist eigentlich gar nicht gegangen. Und die dann in der Primarschule sind, können es dann wieder. Also ich finde, wir hätten schon lange müssen angehen mit wirksamen Massnahmen. Und wenn wir es noch nicht haben, dann müssen wir es umso jetzt machen. Das ist für mich eine grosse Motivation. Dass es mir damit noch viel länger geht, das sowieso. Sie, Lando, Sie sind an der Basis in dem Politikgeschäft. Sie sind im Nationalrat, aber auch im Planer-Landrat. Auf nationaler Ebene sind Sie eigentlich recht erfolgreich und setzen sich für Klimaschutz ein. Aber Sie kennen sich so. Aber im Planer-Landrat. Ich würde Aber dann ist das Ihnen bis jetzt noch nicht so gelungen. Was liegt das? Das liegt an der Unterstützung. Also meine Partei hat sich schwurz nach ihrer Gründung auch an den Landrat massiv für Energiepolitik für erneuerbare Energien eingesetzt. Wir haben es geschafft, an der Landesweihe vor 9 oder 10 Jahren die Speisung vom Energiefonds zu erhöhen, wie erst die vorgeschlagen hat. Also wir haben dort selbstverständlich immer engagiert, aber es ist typischerweise so, dass, glaube ich, Massnahmen gegen Klimawandel auf nationaler Ebene eher anziehen, dass immer auf kantonaler Ebene, wo unser System einfach nationale Vorgaben umgesetzt werden. Also ich glaube, dass die nationale Politikbühne sicher die geeigneter ist, um da Massnahmen zu unterstützen, machbare Massnahmen zu unterstützen, als die kantonale Ebene. Gehen wir da mal weiter auf die nationale Ebene. Sie erhöhten, Sie sind im Ständerat für die FDP. Und die FDP hat in den vergangenen Monaten immer wieder mal den Kurs ein bisschen geändert. Wie stehen Sie zur aktuellen Klimapolitik von der FDP und unterstützen Sie Lenkungsabgaben, wie zum Beispiel Abgaben Flugtickets oder eine Erhöhung vom Benzinpreis? Also, FDP hat die andere Partien von Zeit zu Zeit einmal wieder etwas korrigiert und dann einmal wieder auch die Position angepasst. Aber die FDP ist sicher eine Partei, die sich seit vielen Jahrzehnten auch mit Umweltfragen befasst hat. Ich denke nur an unsere Bundesrätin, nämlich Frau Koch, die ist massiv beteiligt im Umweltschutzgesetz. Ich finde es sehr wichtig, dass man den Klimawandel und CO2-Ausstoß international angeht. Das ist eines von den Sachen, die man wirklich auf internationaler Ebene anschauen muss. Weil, wenn man sich bewusst ist, dass aus der EU
etwa knapp 10% vom CO2-Ausstoß kommt. Dann kann man sich vorstellen, wie viel aus der Schweiz und wie viel aus anderen Ländern. Es ist ganz wichtig, dass man alle, vor allem auch die grossen Länder, dazu bringt, da mitzumachen und richtig mitzumachen. Sonst ist es nicht gut mit dem Erreichen von diesen Karten. Ich möchte die Karten erreichen, wie sie der Herr Professor Stocker gezeigt hat. Und darum finde ich es so wichtig, dass man die Klimakonvention von Paris umsetzt und das Papier, das die SPD beschlossen hat, das ist ein gutes Papier. Man muss im Einzelnen dann immer noch schauen, ist die Massnahme wirklich gescheit. Wenn es nämlich eine Massnahme ist, kann man ganz rinken und um. Das muss man aufpassen bei der Flugabgabe, aber bei der Flügelsbildung, das ist ein Fakt, dann muss man das vielleicht noch ändern und kann anpassen. Mir ist wichtig, dass wir die Klimakonvention umsetzen. Herzlichen Dank. Gehen wir da zum Herrn Hösli. Wenn man den Medien verfolgt, tut sich die SVP relativ schwer mit der Anerkennung der wissenschaftlichen Fakten, so wie man sie gehört hat vom Herrn Stocker. Wie gehen Sie persönlich mit diesen Fakten oder mit dem Körper von Thomas Stocker um? Ja, sehr ernsthaft. Wir haben das jetzt natürlich gerade im Rahmen von der CO2-Gesetzrevision sehr stark mit dem Thema befasst. Und für mich ist es wirklich auch entscheidend, dass man das Problem global angeht. Oder es hat extreme Auswirkungen, welche Länder wie die Konvention dann auch umsetzen oder eben nicht. Und das sind dann die grossen Hebel, wo man dann am Schluss kann sagen, jetzt haben wir das Ziel erreicht oder wir haben es eben nicht erreicht. Ich persönlich habe es im Einleitungssatz aufgezeigt. Ich glaube nicht daran, dass wir es global werden erreichen, weil die Weltbevölkerung nimmt laufend zu. Die Leute müssen ernährt werden, die verbrauchen Ressourcen. Der Wohlstand sollte überall gesteigert werden, das ist ja in unserem Interesse. Wir möchten eigentlich so also gut haben wie wir. Das ist eine enorme, eine riesige Herausforderung, wenn man weiss, dass etwa 80% der Bevölkerung, von diesen 8 Milliarden Leuten auf der Erde wohnen, bei weitem nicht in unserem Verhältnis leben. Und eben zusammen, ich habe es ja auch gesagt, mit dem Mobilitätswahn, ich würde es wirklich fast so betiteln, wenn man weiss, dass jeder Schweizer 10'000 Kilometer fliegt pro Jahr, dann ist das doch eine enorme Anzahl. Und das sollte sich eigentlich dann umsetzen auf die ganze Welt. Wer sind unsere Staren? Auf wer wird geschaut? Die im Fernsehen haben, in den Heften, die sagen, wo sie jetzt in der letzten Zeit gerade wieder überall gesehen sind und schön hingeflogen sind und in der Ferien gesehen sind. Und ich persönlich habe wirklich riesige Zweifel, dass man das erreicht, wenn man nicht technologisch ein ganz entscheidender Schritt und zwar möglichst schnell weiterkommt. Das ist, ich glaube, sonst schaffen wir es nicht. Der Mensch ist einfach jemand, der sich an den Möglichkeiten, die im Boden sind, anpasst und das auch nutzt. Das hat alles seine Berechtigung und auch in dem Sinne ist es auch verständlich. Aber der Mensch allein schafft es nicht, wenn er mit technologisch wirklich möglichst rasch einen grossen Schritt weiterkommt. Okay, jetzt haben wir gehört von unseren beiden Ständeräten, dass das global alle mitziehen und dass die grossen Verursacher eigentlich hauptverantwortlich sind. Wie siehst du das als Klimasteigende in der Schweiz? Ich sehe natürlich klar, dass wir das ist das Thema, das auch auf globaler Skala muss angehen werden. Aber das Problem ist, dass wir nicht sofort global angehen können. Also man muss zuerst einmal das in den einzelnen Ländern anschauen. Gerade in der Schweiz ist es sehr interessant. Wir als Land alleine produzieren sehr viel CO2-Emissionen. Produzieren. Aber die Frage ist, was passiert außerhalb, wo auch aus der Schweiz verursacht wird, zum Beispiel vom Finanzplatz in der Schweiz. Das ist auch. Wir haben eine Forderung herausgestellt vom Klimastreik Schweiz, dass wir klare Forderungen auch an den Finanzplatz haben, dass auch sie nicht mehr in fossile Brennstoffe investieren in der Zukunft, dass sie auch ihre Finanzströme offenlegen, weil man weiß gar nicht genau, was da passiert. Aber unser Bundesamt für Umwelt hat auch einen Bericht herausgegeben, in dem sie klar sagen,
dass es so, wenn sie so weitermachen, die Finanzinstitute in der Schweiz, dann sind sie mitverantwortlich für eine 4 bis 6 Grad Klimaveränderung in der Zukunft. Und es ist ganz klar so, dass wir nicht nur anschauen können, was genau emittiert die Schweiz, sondern wir müssen auch schauen, für was sind wir verantwortlich im Ausland. Weil das ist gerade in der Schweiz ein sehr grosser Faktor. Und ja. Also du sprichst an, dass die Schweiz eigentlich noch viel grössere Verantwortung trägt, als das, was wirklich messbar ist in der Schweiz. Sie erlangt uns ja einen Knick. Stimmen Sie den Forderungen von Klimastreik Schweiz zu, dass man die Finanzen offenlegen, dass man nur noch nicht mehr in die fossile Energieträger investieren? Oder wie sehen Sie das? Es geht weit. Ich glaube, die Finanzplatz ist eines von diesen Beispielen, wo die Schweiz Möglichkeiten hat, zum weltweiten Einfluss zu nehmen. Ich kann nicht von da aus alle globalen Probleme lösen, es wäre besser, wenn man anders lupfen würde. Aber unser Finanzplatz hat so eine grosse Bedeutung weltweit, dass er die Chance und den Hebel hätte, wenn er sich auf Nachhaltigkeit zur Nachhaltigkeit bekennt, über seine Investitionen, aber auch über seine Finanzierungen entsprechende Anreize in einem liberalen System Anreize zu schaffen, dass Nachhaltigkeit und ökologisch gescheite Lösungen bevorzugt werden. Und das hat aber auch im Inland entsprechende Konsequenzen, wenn zum Beispiel nachhaltige Anlagen Vorschrift wird. Wenn man sagt, dass eine Pensionskasse, eine Bankenversicherung im Rahmen für ihre Treuhänder ist eine Sorgfaltspflicht, Geld so muss anlegen, dass es nicht klimaschädigend ist. Dann würde zum Beispiel das bedeuten, dass sämtliche Pensionskassen ihre ganzen Gebäudepack müssten energetisch sanieren. Das ist ein riesen Hebel, einerseits ökologisch, aber es ist ein riesen Auftragsvolumen für unsere KMU und Wirtschaft. Das sind wirklich Sachen, Herr Stocker, in der Zahlbevölkerung, wo man nebst ökologisch sinnvoll und auch ökonomisch Attraktives machen kann. Und selbstverständlich darf nicht im Zentrum von Bekämpfung Klimawandel stehen, also sich vielleicht gar nichts mehr verdienen. Und wenn es gar nicht auch noch geht, ist es umso besser, vor allem gibt es auch Akzeptanz und es gibt Mehrheitsfähigkeit und Machbarkeit. Das ist ganz entscheidend bei all diesen Massnahmen. Sie müssen auch mehrheitsfähig sein und gerade diese Massnahmen, die auch wirtschaftliche Chancen beinhalten, die auch Auftragsvolumen generieren für das KMU, wo man Finanzplatz eine Chance geben, sich international zu positionieren, sich auch neue Glaubwürdigkeit zu verdienen und einen Image-Transfer, der gut tät, auslösen, dann sind das Win-Win-Situationen und das sollte man anpacken. Und da muss man nicht mehr ewig warten. Das haben wir gehört. Wenn wir da auch noch mal nachfragen, das ist jetzt nicht eine Sache, wo jetzt der Konsument sich das Verhalten ändert, jetzt ganz klar Vorschriften erlassen, dass Pensionskassen nur noch in nachhaltige Projekte investieren würden. Sind das so befürworten, ganz konkret? Ja, also wir haben jetzt gerade von der Kommission, von der Ständeräte, aus das Postulat beschlossen. Es war einstimmig, dass der Bundesrat einmal all die Parameter aufzeigen, die Möglichkeiten für Lösungen präsentiert und selber mal einen Weg skizziert, wie man in dieser Richtung könnte vorwärts kommen, damit die Finanzflüsse, die von der Schweiz aus geleitet werden, auch nachhaltig sind. Und je nach Ausgang von dem Bericht zu dem Postulat wird dann wahrscheinlich auch weitere Massnahmen werden getroffen. Das wird man sicher in der Kommission dann wieder diskutieren. Also das ist Sie richtig verstanden. Sie werden zuerst auf den Ausgang vom Bericht warten, bevor Sie das definitiv unterstützen. Ja, es ist natürlich relativ komplex, das ganze System. Oder? Wir sind ja in der Zeit von der Negativzinsen. Und die institutionellen Anleger, das sind ja auch die, die unsere Renten sichern, die haben riesige Probleme, um überhaupt Anlagen zu finden. Und man muss schon mal eine Auslegeordnung haben, wo also man dann die richtigen Parameter setzt und nicht einfach in Unwissenheit der Fakten und der Zahlen irgendetwas fließen. Das wollen wir vom Bundesrat jetzt erarbeiten lassen. Und dann, das geht nicht ewig. So ein Bericht geht nicht 2 Jahre, müsste dann vorliegen. Und dann würden wir dann den Weg einschlagen und angehen, wo wir für richtig finden. Man hört, es ist nicht ganz einfach, weil unser Wirtschaftssystem basiert auf Wachstum. AHV, Pensionskasse ist auf Wachstum ausgelegt. Ist Klimaschutz und Wachstum vereinbar? Also aus meiner Sicht ist, ja, es ist vereinbar, aber die Frage ist natürlich, was für ein Wachstum. Spielt eine sehr grosse Rolle, wie dass man eben wachsen mit welchen Technologien. Und es wird sicher teilweise
Klimaschutz, da bin ich überzeugt, da müssen wir auch ehrlich sein, wird zum Teil auch Verzicht bedeuten. Jetzt kann man sagen, ja, gewisse Sachen müssen sich halt ändern. Ich glaube aber grundsätzlich, kann auch mit Klimaschutzmassnahmen und mit einer modernen, dynamischen Wirtschaft, die dann auch gewachsen ist, kann auch Wachstum bringen. Ich will noch kurz ein bisschen langer kommen, bevor ich gesagt habe, etwas sagen. Ich habe vorhin jetzt mindestens von zwei gehört, dass das Thema muss global, mindestens schweizerisch oder auch global gelöst werden. Und da bin ich nicht so ganz einverstanden. Ich bin Gemeinderat und Landrat. Ich habe das Gefühl, wenn man als Gemeinderat das Problem nicht will lösen, dann sagt man, oh, das müssen wir kantonal lösen, das soll der Landrat machen. Wenn man als Landrat nicht will lösen, dann sagt man, oh, das ist... Und ich muss nicht als Ständerat sagen, weil ich dort noch nicht bin, aber ich kann es leider nicht, dass man als Bern sagt, und es nicht richtig läuft, und das müssen wir global machen. Ich meine, das Problem muss man ganz klar und konkret, es gibt ja so einen Spruch, oder? Global denken, lokal handeln. Und in der Schweiz politisch übersetzt heisst das Föderalismus. Ich meine, wir können auf Kantonsebene und auf Gemeindesebene sehr, sehr, sehr viel machen. Und das Beispiel ist vielleicht, es gibt auf der ganzen Welt wird Abfall noch in Deponien deponiert oder wild verbrennt. Im Kanton Glaris haben wir als Kanton, als Gemeinde, wenn wir Zweckverband sind, seit vielen Jahren Kehrichtverbrennungsanlage. Und es sagt jetzt doch niemand, ja, wenn das in Italien noch Abfall wild deponiert wird, verbrennt die Kehrichtverbrennungsanlage nicht. Ich glaube, niemand da innen will, dass es grüne Hürden gibt und Abfall wild deponiert. Und das finde ich, ist für mich jetzt der wesentliche Punkt, als eine abstrakte Diskussion auf globaler Ebene, wo man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, was für Klimaschutz auf Kantons- und Gemeindestufe liegt. Ja. Ich habe noch eine Ergänzung zu dieser ganz wichtigen Diskussion, sollte die Schweiz überhaupt da schon von Anfang an mitmachen. Die Schweiz hat das Pariser Abkommen unterzeichnet, es hat das Pariser Abkommen ratifiziert. Und der Kerngedanke des Pariser Abkommens ist, dass jedes Land dazu beiträgt, dass die Emissionen reduziert werden. Also auch die Schweiz. Jedes Land gibt sich ein Ziel. Also die Diskussion, das machen wir im Ausland oder wir warten, bis Ausland oder China vor allem etwas macht, die Diskussion ist absolut irrelevant, weil die Schweiz sich verpflichtet hat, im Klimaabkommen von Paris selber etwas zu machen, so wie jeder andere Staat auch. Und das mit dem Kanton, das war ein sehr schönes Beispiel. Wir haben grosse Hebel im Kanton, wenn es zum Beispiel um Gebäudesanierung geht und um Gebäudenormen, wenn es um Anreize in der Motorfahrzeugversicherung und Steuern geht. Das ist kantonal geregelt. Dort haben Sie hier im Kanton Glarus haben Sie den Hebel. Im Kanton Bern haben wir es auch, aber dort haben wir es jetzt zweimal schon verpasst. Das heisst, da gibt es ganz wichtige Fragen, die man kantonal oder sogar auf der Gemeindesebene tut lösen und so einen Beitrag gibt und vielleicht sogar eine Führungsposition und Spot. Expertise ansammeln. Ich träume eigentlich immer noch von einer Schweiz, die die grüne Technologie erfindet und dann den Chinesen verkauft. Ja, ich würde gerne etwas ergänzen. Ich habe gesagt, ich sei für die Umsetzung von dieser Pariser Konvention auch durch die Schweiz. Und das ist kein leeres Wort. Ich glaube, ich würde so lange werden. Ich habe der Ratifikation zugestimmt. Und ich will auch, dass man das in der Schweiz mit den Gesetz umsetzt. Und wenn Sie gesehen haben, die Tabelle, dann ist jeder Aufstieg davon CO2 schon Industrialisierung geht eben ungefähr parallel. Da kann man sagen, da müssen wir in der Größe sein, vielleicht sogar auch eine Beispielfunktion haben. Aber es wäre falsch, wenn wir die Führung der Augen verschließen von einem Globalen. Wir reden nicht im Luftgleichen, es ist eine internationale Konvention da. An die wird sich andere Staaten auch halten. Die haben sich auch verpflichtet umzusetzen. Und auf das müssen wir schauen, wenn einer blutet und am Boden ist. Dann tun wir auch dort stopfen und abbinden, wo am meisten Blut rauskommt und nicht zu viel Zeit verlieren an Sachen, die klein sind. Es wäre wieder etwas falsch unterstellt. Nein, ich will die Konvention nicht umsetzen. Es gibt
auch viel im Lokalen zu machen, aber man muss da immer auch das Verhältnis vom Einsatz und vom Erfolg halten. Da verstehe ich das richtig, dass für Sie Kompensation im Ausland durchaus eine Möglichkeit ist, um CO2 zu kompensieren, dass man in der Schweiz nicht zu stark wird und dafür dann das im Ausland kompensiert. Nein, das ist eine andere Botschaft überbringen. Ich will die Botschaft überbringen, dass wir in der Schweiz und die Länder, die das umsetzen, und ich denke, da werden einige, die in der EU sind, dabei sind und das ernsthaft machen, wir schauen, dass riesige Länder, die riesige Emissionen haben, dass die das auch machen. Dazu gehört Amerika, die haben aber gesagt, sie will es nicht. Dazu gehört Indien, Russland, China und dann noch ein paar andere. Können Sie noch das Mikrofon ein bisschen aufschließen? Darf ich noch etwas dazu sagen? Mhm. Weil, also Föderalist würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich gleich gut wie all da innen, mehr oder weniger. Und ich habe nicht gesagt, wenn der Kommissionsbericht, wo du es gelesen hast, über die Umsetzung des CO2-Gesetzes mit diesen Massnahmen, der weiss, dass wir auf dem Weg sind, zum Klimaabkommen die Ziele zu erreichen. Also das, ich habe nicht gesagt, wir machen das nicht. Ich glaube nicht, dass wir es global schaffen. Und genau das sind die Gründe, wo der Kollege Thomas gesagt hat. Es gibt Länder, die können im Rahmen des Klimaabkommens Milliarden Tonnen Ausstoß zulegen. Indien zum Beispiel wird am BIP gemessen bis 2030. Das wird sich, durch das, dass sie eine wirtschaftliche Entwicklung haben, wird sich das extrem erhöhen. Die können etwa 2 Milliarden Tonnen zulegen bis 2030 und sind immer noch innerhalb des Klimaabkommens. Das ist etwa 40 Mal mehr als die Schweiz im Jahr emittiert. Oder? Und wenn ich die Entwicklungen sehe, dass sich die Länder ja von Afrika haben wir noch gar nicht geredet. Auch dort wird irgendwann mal Entwicklung einsetzen. Ja, mit irgendetwas muss ja das dann stattfinden. Und wenn es technologisch etwas gibt und wir dort nicht etwas finden, wo wir nicht den CO2-Ausstoß haben, dann glaube ich nicht daran, dass wir das erreichen. Ich glaube einfach nicht daran, weil ein Mensch in der Armut, der hat vor allem ein Ziel, dass es besser geht. Das ist jetzt wirklich der CO2-Ausstoß wahrscheinlich, es geht uns vermutlich nicht besser, nicht die oberste Priorität, sondern dass es ein besser geht. Und diese grosse Gefahr, die ist mit dieser Zunahme der Weltbevölkerung einfach da. Und darum muss das technologisch einen riesen Schritt geben, zu schaffen, was nicht. Aber die Schweiz wird das versuchen umzusetzen. Gut. Ich glaube, eine Botschaft ist klar, es braucht eine Technologie. Gibt es die Technologien dann schon oder wenn die erfunden werden? Ja, es gibt natürlich immer wieder denen, die das probieren, oder? Mit dem Kohlenstoff allenfalls binden in neue Energie, also Biokohlen oder weiss ich was. Und also die Wissenschaft ist gefordert. Es gibt ganz viele Technologien, die bereits zur Verfügung stehen, aber es harzt an der Umsetzung, es harzt an der Infrastruktur, die solche neue Systeme brauchen. Und dort, denke ich, hat die Schweiz auch eine grosse Verantwortung zu zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, Wohlstand zu behalten, unabhängig vom Verbrauch von fossilen Energieträgern. Weil es gibt kein Naturgesetz, das sagt, ihr müsst Öl brauchen, damit ihr aus der Armut rauskommt. Ihr müsst Öl verbrennen und Kohle benutzen, damit ihr keinen Hunger mehr habt. Ich kenne so ein Naturgesetz nicht. Aber selbstverständlich, wir haben die fantastische Energiequelle in den letzten 150 Jahren gebraucht. Wir haben unseren Wohlstand dieser Energiequelle zu verdanken. Ich bin der Erste, der das sagt. Aber das heisst nicht, dass wir die nächsten 150 Jahre in der Erkenntnis, dass die Verwendung von dieser Energiequelle grosse Probleme uns bereitet und noch bereiten wird, dass wir dort nicht bessere Ideen haben. Wir haben Ideen und mein Appell ist dann tatsächlich, dass auch die Politik versteht und die Gesellschaft versteht, dass das auch eine riesige Chance ist. Ich sage immer ganz ein kleines Beispiel, um wieder zu den KMUs zu kommen. Wenn ich ein grosses Plakat mache vor meinem Haus in Bern, Totalsanierung, Offerten bitte einreichen,
gute Ideen sind gewünscht. Da gehen Sie mit mir sicher einig, dass ich mal einen übervollen Briefkasten habe. Von KMUs, die mir Sachen offerieren, Ideen bringen, wie ich mein Haus total sanieren kann. Jetzt geht es halt einfach um die Totalsanierung von unserem Energiesystem in den einzelnen Ländern auf der Welt. Und dort wundere ich mich einfach, dass die Wirtschaft so träge ist, um das zu begreifen, dass das eine fantastische Chance ist. Gut. Zumal wir dürfen uns ganz gut. Zumal wir gucken zum Essen, wenn mal nichts passiert, trifft es uns ökologisch, aber es trifft uns auch im Bereich der Migration, oder? Also wenn dann in gewissen Regionen das so kommt, wie es der Herr Stolper gezeigt hat, wird das eine massive Migrationsdruck bedeuten. Oder auch wieder zu Reaktionen führen, die man kennt, nicht unbedingt wieder zu. Also wir haben ein Riesinteresse daran, in mehrfacher Hinsicht einen Beitrag zu leisten. Schauen wir noch ein bisschen konkreter an. Andere Länder sind auch schon weiter als die Schweiz. Zum Beispiel Paris will zum Beispiel Diesel- und Benzinautos verbannen. Norwegen wird schon ab 2025 nur noch Elektrofahrzeuge zulassen. Es gibt technologische Alternativen. Wieso gibt es in der Schweiz noch keinen Diskurs zu möglichen Alternativen im Verkehrswesen und was finden da Ihre Vorschläge sind? Also ich meine, es ist nicht so, dass es keinen Diskurs gibt, aber wir sind wahrscheinlich wirklich weniger weit als andere Länder. Aus meiner Sicht, vielleicht zum Beispiel das aufnehmen, was Werner gesagt hat, das ist natürlich schon so. Der Einzel ist ja dann irgendwie betroffen. Wenn ich jetzt ein Beispiel sage, ich muss das nachher schon zurückführen, ich muss es ein bisschen ausholen. In Frankreich hat man den Benzinpreis erhöht, aus dem Grund, oder? Und nachher hat es, wissen wir alle, hat es den Gelbwesten-Protest. Aber ich protestiere ja vor allem, weil eben der Staat nicht in der Lage ist, um eine funktionierende Alternative zu bieten. Das ist für mich der ÖV. Man darf wirklich. Man kommt schon, Elektrofahrzeuge finde ich sehr spannend, ich kann selber auch eins, aber man darf den ÖV nicht vergessen. Und das ist wieder etwas, das ganz konkret bis auf die Gemeindestufe runtergeht. Wenn wir den Leuten etwas verbieten oder nicht mehr ermöglichen, dann müssen wir eben die Alternativen aufzeigen. Das ist ja wohl der ÖV, der sich der Bund engagieren muss, bis in die Täler. Da will er sich immer wieder zurückziehen und das darf er eben nicht. Und das ist sicher auch eine Förderung von anderen Mobilitäten. Ein Beispiel, das gesagt wurde, das einen Kantonsspielraum hat, ist Motorfahrzeugsteuer, wo man basierend auf einem Vorstoß der Grünen. Genau. Und jetzt sehen wir, was ist das Problem? Kantonale sind das gemacht und es sind tatsächlich dazu geführt, dass energieeffizientere Fahrzeuge zugenommen haben und profitiert haben. Aber im gleichen Zug haben viele andere grössere Fahrzeuge gekauft, die wir immer brauchen. Und da müssen wir eben, da können wir schon steuern. Da meine ich eben, ist es schon ein Schritt, wenn wir zum Beispiel die Emissionsrichtlinie machen, in einem ersten Schritt. Und zeigen, dass es eben muss gegangen gehen, dass es muss nicht gehen. Und dann fühlen die Konzerne schon an mit Elektromobilität. Also ich glaube jetzt mittlerweile jeder Konzern, außer vielleicht die ganz grossen Schlitten herstellen, die wissen jetzt, dass sie die Fahrzeuge bringen. Aber es braucht sicher auch gewisse Verbote. Das ist für mich ein Beispiel. FCKW, wo das Ozonloch mit verursacht, hat man irgendwann mal einfach verboten. Sie gehen alle heute Abend heim und dann schauen sie schnell die Kühlschrank rein. Dann wird laufen, es wird kühl sein drinnen, obwohl er kein FCKW mit ihnen hat. Sie haben jetzt ein altes Modell, dann könnten sie wechseln. Und das funktioniert. Und ich meine, dort muss man schon mit einer Mischung aus Lenkung, Verbot, aber eben auch Angebot. Und da spielt der ÖV in der Mobilität eine enorm wichtige Rolle. Mit besseren, moderneren Angebot die Leute abholen, dass sie es eben nicht so spüren. Dass sie eben nicht auf die Straße gehen und protestieren, weil der Mostpreis gestiegen ist, sondern dass sie schon längst so umgewischt haben, weil es eigentlich gleich ist. Okay. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. An dieser Stelle werden wir kurz arbeiten. Hallo? Sehr schön. Also, vielen Dank für Ihre Teilnahme.
An dieser Stelle wollen wir noch anmerken, dass wir probiert haben, unsere Diskussionsrunde Geschlechter ausgeglichen zu gestalten. Wie Sie sehen, es ist uns leider nicht gelungen. Wir haben jetzt schon Zeit für Fragen vom Publikum. Sie haben die Wahl am 20. Oktober für Peter aus dem Glarnerland für die nationale Bühne zu wählen. Und gerne würden wir Ihnen darum Gelegenheit geben, noch klimapolitische Fragen unsere Kandidaten zu stellen. Bitte formulieren Sie Ihre Fragen kurz und präzise. Wir erlauben uns, zur Spitze zu greifen. Dort könnten wir ein bisschen Licht haben für das Publikum. Für das Assistent. Ja. Da hinten. Warum kommt es darauf an, welche Partei die Idee hat, wenn doch alle im gleichen Strang ziehen? Es kommt nicht darauf an, das ist richtig. Es kommt nicht darauf an, aber es schadet nicht, wenn man präzise ist. Und es kommt auch darauf an, wenn wir Anfangsdiskussion sagen, wir sind in diesem Landrat nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, ökologisch. Und dann, ich muss auf das Postulat hinweisen aus dem Jahr 2009, oder der Titel Energy Valley trägt. Aber es stimmt tatsächlich, und selbst es gibt eine Lösung. Eben, genau. Weitere Fragen? Also, ich glaube, der Herr Hösli und der Refi haben beide das Ausland angesprochen. Und mich hat es nur interessiert, wie sie dann gedenken, zum Beispiel die USA oder China zu beeinflussen, was Emissionen in diesen Ländern angeht. Ja, da kann ich gerne etwas dazu sagen. Eben, das wird nicht möglich sein, dass man sich beeinflussen kann. Das ist ja so. Darum, die sind ja sowieso relativ kritisch, weil sie ihre Wirtschaft, ihre eigenen Länder, ihre Macht auch Länder halten. Oder? Also Klimapolitik ist auch Machtpolitik. Oder? Das ist halt einfach so. Es geht am Schluss immer auch um das. Und darum wird das extrem schwierig sein, wenn die ganz grossen Emittenten sich aus irgendwelchen Machtüberlegungen nicht an die Abkommen halten. Und das ist ja dann die Angst, die ich habe. Also ich sage, wir werden es wahrscheinlich so nicht erreichen. Nicht die Schweiz, aber genau die grossen Emittenten. Wobei man muss sagen, Amerika hat eine rechte Reduktion hergebracht in der letzten Zeit. Klar sind sie immer noch etwa dreimal so hoch wie die Schweiz und doppelt so hoch wie China pro Kopf. Oder? Aber sie haben doch in die Richtung geschafft. Darf ich noch etwas anfangen? Ich wollte vorhin noch etwas sagen, bin aber dann nicht mehr dazu gekommen. Was macht das für einen Unterschied, wenn China und die USA ihre Emissionen und die Emissionen dann reduzieren, das Pariser Klimaabkommen einhalten? Was beeinflusst das uns in der Einhaltung des Pariser Klimaabkommen? Was macht das für einen Unterschied? Wir müssen die Ziele nichtsdestotrotz einhalten. Das ist, wenn ich sage, ja, also mein Kollege aus der Klasse hat jetzt absolut gar nicht für die Matheprüfung gelernt. Ja, dann muss ich auch nicht. Auch wenn ich vielleicht jetzt weniger muss lernen, wenn ich das Thema besser verstehe. Wenn mein Kollege es viel weniger gut versteht und viel weniger gelernt hat, dann muss ich doch trotzdem meinen Teil machen. Das machen wir ja. Die Schweiz macht es. Aber es geht ja um Klimaerwärmung. Mhm. Es geht um Klimaerwärmung, der Stock hat das Szenario aufzeigen. Und wenn sich die Schweiz daran hält, dann passiert in diesem Bereich noch nicht wahnsinnig viel. Das ist jetzt einfach so. Nein, aber das ist eine Tatsache. Es möchte sich wirklich auch die ganz grossen Emittenten daran halten. Oder? Das ist China, das ist Amerika, das ist Indien, das ist Russland. Und wenn die sich nicht daran halten, dann werden wir die Klimaziele eben nicht erreichen. Und dann haben wir die Probleme, oder? Herr Stocker aufzeigt hat, wenn sich das anfängt multiplizieren wird. Ich meine, wir sehen es ja selber, ich bin seit 35 Jahren auf die Jagd. Ich habe es vorhin dem Herrn Stocker gesagt. Also
vielleicht kurz. Also die Schweiz ist auf dem Weg, netto Null zu erreichen bis 2050. Ja. Ah, ja, gut. Ja. Dann wissen wir das. Super. Das sind noch nicht die Fragen. Dann das mal ein. Ich brauche zu den wirtschaftlichen Chancen. Wir haben es vorher gehört, sind die ja so schön und gut für unsere Kanus, die Gebäude zu sanieren. Ja, das geht eigentlich nicht. Technik. Ganz kurz. Ja, wunderbar. Wir haben es vorher gehört, wirtschaftliche Chancen für unsere Kanus, die Gebäude zu sanieren. Jetzt auf den Kanton Glarus bezogen, haben wir jetzt hier im Landrat unsere Umsetzung der Muckens. Und jetzt hat gerade letztlich die Wirtschaft, die Prominenz, sich gegen jegliche Umsetzung von diesen Muckens gewehrt. Also wenn sie sich gegen ihren eigenen wirtschaftlichen Benefit wehren, oder wie können sie sich das erklären, dass die Wirtschaft sich so stark gegen die verstärkten Gebäudesanierungsmaßnahmen durchstellt? Aber wer ist die Frage gerichtet? Alle. Das nimmt mich sehr wunder. Ganz einfach, weil es unangenehm ist, für die Wirtschaft etwas zu ändern, wenn von der Politik keinen Anstoß kommt. Das ist vielen so. Also, auch für Leute im Allgemeinen ist es sehr unangenehm, etwas zu ändern, wenn kein Anstoß kommt in die Richtung. Das hat der Herzog vorhin auch gesagt. Das ist, wie kann man erwarten, dass Leute nicht mehr so viel fliegen, wenn der Flug von Zürich auf Dortmund billiger ist und weniger lang dauert als das Zugbillett? Wie kann man das erwarten? Und dann ist es noch komfortabler zu fliegen, als mit dem Zug zu gehen. Wie kann man erwarten, dass die Leute dann nicht fliegen, sondern mit dem Zug gehen? Okay. Herr Höfti, Sie noch etwas ergänzen sagen? Ja, wir sind ja hier in einer Vernehmlassung. Und dann ist es üblich, dass die Stimmen kommen, oder? Und die das Gefühl haben, das ist mühsam, das wollen wir nicht. Das gibt uns einen Nachteil. Die tun sich äußern, und das ist ja nicht anders als recht. Wir leben in einer Demokratie. Nachher wird das angeschaut. Dann kommt es bei uns in Landrat und dort sind verschiedene, die da sind, auch dabei. Und die werden dann schauen, etwas zu finden und am Schluss, und das ist ja das Allerbeste bei uns, am Schluss kommt es an die Landsgemeinde und dann sind sie es, die sagen, was passiert. Noch eins, es ist wahrscheinlich tatsächlich so, das haben wir vorher bei dem Kurs gehört, dort hat es nämlich ein Ziel gehabt oder eine Massnahme, die Raumtemperaturen kann ich aber setzen. Es wird ein paar Haufen Sachen geben, die wir uns mehr einschränken müssen. Ein bisschen weniger rumchatten, ein bisschen weniger fliegen, vielleicht ein bisschen weniger weit Auto fahren, die Raumtemperaturen senken, Kleider ein bisschen länger zu tragen, vielleicht auch mal etwas flicken, nicht gerade wegwerfen. Das sind ein Haufen kleine Massnahmen und die müssen in den Köpfen sein. Und wenn das in die Köpfe geht, dann kommen wir nach Busch mit verschiedenen Sachen, aber in einem kleinen Bereich an gewisse Ziele. Forschung und Entwicklung ist in der Schweiz. Dort haben heute Abteilungen, die forscht und das Klimahaus, glaube ich. Und ich bin zuversichtlich noch, die Frage ist noch vom Ausland. Amerika ist eine Demokratie. Amerika hat jedes vierte Jahr Wahlen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dort wieder ändern. Und die Amerikaner werden wahrscheinlich dazu bringen, dass sie das Abkommen dann eines Tages auch einhalten. Und dann ist man schon ein bisschen weiter. Das wäre falsch, wenn wir einfach die Augen verschliessen würden vor einem grossen Ausland. Weil wenn die am Schluss nichts machen, dann treffen die guten Prognosen nicht ein. Danke. Zuerst der Herr Zoppi, dann der Herr Landrat und dann eine letzte Publikumsfrage. Ja, auch noch schnell zu den konkreten Fragen mit der Wirtschaft, wegen jetzt Vernehmlassung, Energiegesetz. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen, aber ich sehe es so. Mein Vater ist ein Gewerbler, meine Brüder ist ein Gewerbler, ich kenne sehr viele Gewerbler und ich bin überzeugt, das ist nicht eine einhellige Meinung. Es gibt sicher die Wirtschaft, die Angst hat, die sich wehrt, die vielleicht auch zum Teil die Funktionäre, vor allem in Bern, vielleicht nicht mehr ganz an der Basis entsprechen. Und dann gibt es die andere Wirtschaft, die Mutigen, die genau dort was genau machen und die merken, dass sie da ein Geschäft machen können, die vielleicht mit denen ein gutes Geld verdienen werden. Ich möchte es gewinnen. Weil genau die brauchen wir und genau so eine Wirtschaft brauchen wir, die jetzt umsteigt und Chancen sieht, die das auch nicht. Das gibt sehr viele Chancen. Landolt? Ja, da ist auch die Frage, was da ist, nicht richtig ist. Aber wenn es darum geht, dass jemand verzichten muss, dann wird es schwierig. Wenn es darum geht, dass jemand auf einer
unverzichtbar und billiger ist ein Fahrbillett, dann wird es schwierig. Aber in dem Fall, wenn neue Lieferschriften haben, die grundsätzlich Potenzial an den KMU bietet, zum Auftragsvolumen generieren, dann ist es schwer zu verstehen. Das ist einfach der Reflex gegen neue Vorschriften, die man einfach gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, was da gerade in der Chance hat. Das wären aus meiner Sicht die einfachsten und die machbarsten Lösungen, weil es nur Gewinner gibt und niemand muss auf etwas verzichten und niemand muss sich einschränken. Und darum ist es, ich habe das auch gesehen, wenn ich das Antwort, dann müssen wir noch arbeiten, das ist schwer zu beantworten. So, jetzt kommen wir zu unserer letzten Publikumsfrage. Also Sie bekleiden eigentlich alle ein politisches Amt und wie wir alle bemerken, haben die Klimastreik global und auch jetzt national zugenommen. Meine wirklich rein Interessenfrage wäre, was für einen Einfluss hat das auf Sie als Politiker, wenn Sie jetzt wirklich sehen, die Jugend geht auf die Straße und geht für ihr Klima oder für ihre Zukunft einstehen? Wer hat das einen Einfluss? Hat das überhaupt einen Einfluss? Ja, es hat sicher einen gewissen Einfluss. Oder? Ich meine, jeder macht ja dann selber mit sich das aus, oder? Und überlegt sich ja, was mache ich denn für das Klima oder was mache ich eben nicht für das Klima. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe jetzt mit dem nicht so ein grosses Problem gehabt, weil ich effektiv relativ klimafreundlich lebe. Ich bin jemand, der nicht fliegt mehr oder weniger. Ich fahre meine paar Kilometer mit dem Auto, bei der Heizung sauber, habe gut isoliertes Haus. Ich esse Fleisch, das gebe ich zu, aber ich lebe Regionalität, oder? Also auch mein Einkauf. Ich bin nicht einer, der Einkaufstourismus betreibt, wo in der Schweiz heute CO2-Ausstoße generiert wird mit Stadt Winterthur von 100'000 Einwohnern. Das mache ich nicht, ich lebe wirklich Regionalität und kaufe das auf dem Hof. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin noch Jäger, ich schiesse zum Teil Tiere noch selber, das kann man auch wertvoll finden, aber es ist ja so. Und von dort her habe ich müssen sagen, Ich mache eigentlich meinen Teil, ich trage meinen Teil, ich meine es wenigstens dazu bei und ich bin froh und freue mich, wenn all die, die jetzt hier gestreikt haben und auf der Straße sind, das auch so machen. Es hilft aber vor allem auch an der Mehrheitsfähigkeit. Es ist wieder einfacher geworden, als auch schon die Politik Mehrheiten zu finden und die Veränderung. Also CO2-Gesetz im zweiten Anlauf wird jetzt ein bisschen Chef verändert, der Herr Mehrheit jetzt wieder den Impact herausgestrichen hat. Die FDP hat ihre Positionen revidiert und überdenkt. Das war sicher eine gute Diskussion. Es ist die letzte Initiative gestanden. Oder ist man da Unterschriftensammlung, die sehr gut unterwegs ist, die breit abgestützt ist, die die Wissenschaft mitgeschafft hat, die auch gescheit formuliert ist. Und der Druck, der da ist und der Lärm, der gemacht wurde, ist im positiven Sinn, der hilft schon, dass solche Sachen jetzt auch mehr Unterstützung haben, und mehr Prominenz haben. Insofern sind wir froh, dass da eine Rückgewinn gekommen ist und man hat wieder wirklich die Möglichkeit, Mehrheiten zu schaffen und auch Fortschritte und Reformen zu machen. Wir haben die letzten 4-5 Jahre wirklich wahnsinnig viele Reformen angebracht, nicht nur in diesem Bereich, und das kann wieder einiges besser umsetzen. Gut, dann gibt es jetzt noch eine Abschlussrunde und der Kai stellt für jeden noch eine letzte Frage. Wie sieht Ihre Version von der Schweiz aus, wo Sie meiner Generation und auch an der Generation von der Sophie hinterlässt? Also eigentlich so circa im Jahr 2030. Fangen wir dann hin an. Ich würde sagen, eine moderne, mutige Schweiz, die gerade diese Herausforderungen, die global sind, anpackt, die auch globale Vorreiterrolle hat, wie die Schweiz früher schon sehr viel und sehr viele Themen hatte. Und ich würde mir in dieser Schweiz wünschen, dass der Kanton Glaris also das ist, wo er zum Beispiel beim Marktschutz war, Ende 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, erste Arbeitsgesetz, erste Kanton, der IV und AV eingeführt hat, dass der Kanton Glaris mit seiner Landsgemeinde ein Vorreiter ist in der Schweiz, der Vorreiter ist auf der Welt, wo die Themen mutig und modern anpackt. Ich glaube, das ist eine riesige Chance. Noch ganz schnell zu dem vorher, das weiß ich jetzt ein paar an, aber für mich, meine Haltung hat sich nicht ändern. Ich habe es vorher gehabt, seit der Menschen- und Umweltstunde 1996. Aber was mich eben erstaunt und was mich freut, ist, meine Generation sind sehr viel eben nicht politisch. Und mich freut es, ich bin vielleicht nicht einmal mit allen einverstanden, aber mich freut es, dass wir eine junge politische Generation haben, die interessiert ist. Und ich möchte einfach allen sagen, dass wir den 20-30 schon ein kleines in Schweiz haben, die ich jetzt gerne würde sehen. Ich habe eben bei uns alle ab 16 mitgebracht. Jetzt haben wir
die Ergebnisse oder die Auswirkungen von dieser Bewegung, die werden wir unter anderem am 20. Oktober sehen, in der ganzen Schweiz. Und ich hoffe das, und ich hoffe, dass wir dann ein Parlament haben, das sich auf den Weg macht, 2030 eine mutige, moderne Schweiz zu haben. Martin Landolt, für die Schweiz wirst du gerne 2030 der jungen Generation in der Lohn? Ich möchte mich für eine lernende Schweiz engagieren, die 2030 eine vorbildliche Schweiz ist, die der Absender ist von Innovationen, von gescheiten Innovationen, die Impuls gesetzt hat, weltweit, dass eben die anderen Chinesen uns kopieren und nicht wir sie umgekehrt kopieren. Thomas Stocker? Eine Schweiz, die unabhängig entscheiden kann, und darum kann mutiger vorausschreiten als grosse Staaten oder grosse Staatsverbünde. Und so kann zeigen, dass Klimaschutz auch Ressourcenschutz ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine grosse ökonomische Chance. Die Schweiz hat es immer wieder verstanden, aus den Nischen heraus Arbeitsplätze zu schaffen, Geld zu verdienen, im positiven Sinn, Geld zu verdienen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man Fürsche macht, dann können wir das auch im Bereich des Klimaschutzes. Sophie, was wünschst du dir für eine Welt 2030? Für dich? Für mich und auch für zukünftige Generationen, die noch kommen, wünsche ich mir eine Welt und auch, vor allem auch gerade in Schweiz 2030, wo wirklich sich darauf konzentriert, auf Netto-Null-CO2-Emissionen zu kommen und wenn möglich auf Null-CO2-Emissionen zu kommen. Ich wünsche mir eine Schweiz, die nicht immer alles auf die anderen abschiebt und sagt, wir schauen dann mal zuerst die anderen, dann wir. Sondern eine Schweiz, die sagt, uns ist eigentlich egal, was die anderen machen. Wir haben das auch gesagt, wir wollen das machen. Also machen wir es jetzt auch so. Es ist eine Gruppenarbeit, das Pariser Klimaabkommen. Und bei einer Gruppenarbeit muss auch zum Beispiel der Titel auf dem Plakat schön dort stehen. Und selbst wenn dann jetzt jemand anders gesagt hat, nein, ich schreibe jetzt den ganzen Text auf dem Plakat nicht, dann hätte man wenigstens können sagen, aber wir haben den Titel eben doch geschrieben. Wir haben keinen Einfluss gehabt, was die anderen machen. Wir haben unseren besten Versuch, aber unseren Teil haben wir gemacht. Das ist für mich das Wichtigste. Okay. Herr Höftig, wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie versucht in Ihrer Generation von der Welt 2030 hinterher? Also wir in der Schweiz, die Verpflichtungen, die wir mit dem Pariser Klimaabkommen eingegangen sind, umsetzen. Und ich komme zum Bild zurück, das hinter uns ist, dass unsere Glarner Alpen auch 2030 noch von vielen bedeckt sind. Herr Hösli? Ja, ich glaube, da kann ich mich dem Herrn Stocker anschließen, auch abhängig. Eine selbstbestimmende und eigenständige Schweiz. Aber eigentlich nicht sagt, man wartet bis alle anderen etwas machen. Wo wirtschaftlich erfolgreich bleibt und vor allem auch Schweiz, wo die Rand- und Bergregionen von diesen grossen Wirtschaftsmotoren, Agglomerationen steht, nicht völlig abgehängt ist, sondern dass wir den Anschluss dort halten können. Herzlichen Dank. Man sieht, es ist noch sehr viel Raum für Diskussionen herum. Die Klimastreikbewegung hat eine Klimacharta erstellt, die ist heute öffentlich geworden. Das heisst, jeder von Ihnen als Kandidat an Ständerat, Nationalrat kann dort eine Stellung nehmen zu den Forderungen der Klimastreikbewegung und sagen, was seine Lösungsansätze sind. Das Ziel dieser Klimacharta ist keine Parteipolitik, sondern Themenpolitik. Lösungsansätze sind gefragt. Es werden keine Wahlempfehlungen gemacht, aber es soll aufgezeigt werden, es soll eine grosse Basis entstehen, wo man sieht, welche Politiker sich für was einsetzen. Jetzt müssten wir wohl weitergehen. Genau. Wir haben es vorhin von den Gletschern gehabt. Das Thema Klimawandel gibt noch viel zu diskutieren. Das wird uns auch noch lange beschäftigen. Wer Interesse hat, den Klimawandel mal hautnah zu erleben, kann das am 14. September mit der Naturforschenden Gesellschaft vom Kanton Glaris. Die werden eine Wanderung zum Gletschersee beim Klausenpass unternehmen mit dem Professor Wilfried Heberli. Ein weiterer Anlass, den wir aufmerksam machen wollen, ist am 18. September hier in der Aula. Und dabei werden die Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft
vorgestellt wird. Der Anlass ist organisiert von der Energieallianz. Jeder kann etwas gegen das Abschmelzen der Gletscher unternehmen. Sie können zum Beispiel das lokale Gewerbe unterstützen, wie wir es heute auch schon gehört haben, und ihre fossile Heizung durch eine neue CO2-arme zu ersetzen. Sie können lokal posten und Ferien in der Region in der Schweiz machen und so das Klima schützen. Aber vor allem haben sie die Wahl als Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich, was sie kaufen. Sie haben die Wahl als Wählerinnen und Wähler und sie haben die Wahl als Menschen. Nutzen sie die Chancen. Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Anlass. Jetzt wollen wir noch kurz erwähnen, dass zwei Glarner die Chance hatten, mit Thomas Stocker auf eine Expedition zu gehen. Und dabei sind sehr eindrückliche Bilder entstanden. Die haben sie auch schon am Anfang gesehen und jetzt auch während der ganzen Podiumsdiskussion. Und die werden auch bald im Buch Glaciers Ice Essence sein. Und dazu gibt es eine Ausstellung am 11. Januar 2020 im Kunsthaus Paris. Im Anschluss an diese Veranstaltung gibt es ein Apero. Es ist ein spezieller Apero. Es ist ein Apero aus Produkten, die sonst Abfall gelandet werden. Es ist ein Food Waste Apero. Die Planung von so einem Apero ist relativ schwierig, weil man gar nicht weiss, was kommt alles zusammen. Aus diesem Grund gibt es auch noch ein Kuchenbuffet. Das war der Plan B. Und wir danken ganz herzlich allen, die die Kuchen gebacken haben und mitgebracht haben. Und der Lakmali und der Janik für den super Food Waste Apero. Schlehen Sie zu, wir werden danach kein Food Waste mehr haben. Genau. Im Foyer hat ebenfalls verschiedene Initiativen, die Sie unterschreiben können, für mehr Klimaschutz im Gladerland und mehr Klimaschutz in der Schweiz. Ich hätte sehr gerne mit Heini und zuerst studieren. Und es hat draussen das Netto-Null-Magazin. Das ist das erste Magazin, das die Klimabewegung rausgegeben hat. Das ist für 5 Franken erhältlich und die Einnahmen werden vollumfänglich für die nächste Ausgabe verwendet. Und das beschreibt die Klimabewegung recht gut und was die Ideen und Forderungen sind. Wie Sie vermutlich noch wissen, ist Klimabewegung eine Bewegung aus motivierten, jungen, aber auch älteren Menschen, die für eine klimaverträgliche Zukunft kämpfen. Wir sind eine unabhängige Bewegung, was bedeutet, dass nur freiwillige Arbeit dort drinnen steckt. Aber wir wollen Infos zum Klimawandel für alle und zur Verfügung stellen und das gratis. Und wie Sie sich auch denken, ist so ein Anlass auch nicht gratis. Und deswegen sind wir eigentlich auf Spendengelder angewiesen. Wenn Sie etwas spenden wollen, können Sie das gerade, wenn Sie aus der Aula machen. Der Anlass ist ohne grossartige Hilfe von vielen Menschen gar nicht möglich gewesen. Es war sehr viel Freiwilligenarbeit drin und ganz herzlich möchten wir auch Ihnen danken, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und ein kleines Dankeschön überreicht Ihnen der Kai. Die Globi-Bücher, das ist Globi-Seite in den eigentlich relativ einfach dargestellt, wenn man die komplexen Herausforderungen meistern könnte. Ein grosses Dank geht auch an unser Technik- und Bühnenteam und außerdem an die schönen Musikeinlagen, die wir hören konnten von der Lina Lambetti und von ihrer Begleitung. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass Sie da uns die Aufmerksamkeit geschenkt haben und sich für das Thema interessieren. Es ist das Thema, das uns am meisten im Herzen liegt und es ist unsere Zukunft. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen guten Abend, eine schöne Heimreise und einen guten.